Drei Runden vor Ende der Finalrunde treffen der HC Luzern und Wacker Thun aufeinander. Für Kriens gilt es zu punkten, will man sich die Chancen auf einen Playoff-Platz. Zwei Akteure des Gegners sind hingegen besonders motiviert, dies zu verhindern. Nicolas Remy und Lukas von der Schwanden, die zwei ehemaligen Krienzer, kehren in Diensten von Wacker an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Eben dieser Lukas von der Schwanden, seines Zeichens Liga-Topscorer, ist es, der seine Qualitäten gleich zu Beginn zeigt. Er blockt aggressiv und legt mustergültig auf zur 3:1 Führung. Auch in der nächsten Szene, der Schwanden zieht davon, 4:1, die Rollen scheinen klar verteilt. Es scheint, als Wache Kriens nach 15 Spielminuten doch noch auf. Roman Schelbert im Tor hält Weltklasse. Und im Gegenzug Pass auf den Flügel, Tor 6:8. Thuner Schrecksekunde in der 20. Minute. Nicht schon wieder. Nicolas Remy, gerade von einer Schulterverletzung zurückgekehrt, wird unsanft gebremst und hält sich die frisch verheilte Schulter. Remy kann weiterspielen. Freistoß, Zuspiel auf Remy, der zahlt es seinen Gegnern gleich heim. Zahlreiche Fehlwürfe wie diese und die Kaltblütigkeit des Liga-Topscorers lassen die Krienzer Siegeshoffnungen schwinden. Zur Pause steht von der Schwanden Remy 18, Kriens Luzern 11. Die zweite Hälfte ist schnell erzählt. Wer dachte, nach der Pause wird alles anders, hatte die Rechnung ohne die Thuner Wirte gemacht. Von der Schwanden und Remy machen mit 6 bzw. 7 Treffern an diesem Abend den Unterschied aus. Tja, und wenn's denn mal nicht läuft, kommt meist auch noch Pech dazu. Die Krienzer, Baumgartner sowie Fellmann scheitern am Aluminium. Das Thuner Nachlassen in der Schlussphase ermöglicht Kriens zwar nochmals 3 Treffer in Folge. Am Spielverlauf sollte sich hingegen nichts mehr ändern. Wacker Thun gewinnt gegen einen glücklosen HC Kriens Luzern mit 30:25.